So, schauen wir mal. Gehen wir mal in Hard rein. Ich würde nämlich gerne diese härtesten Modi alle freischalten. Ich glaube, dafür muss ich jede Map auf Hard gewinnen. Ja. Wir gehen mit Breia einmal rein und gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall viel HP mit dem Char. Sehr, sehr viel HP. Und eine Menge Lebensraub und so, ne? Weil wir sind ziemlich melee-intensiv mit dem. Deswegen mal gucken. Ich würde direkt schon mal das mitnehmen. Die Rüstung. Zack. Schön. Wir gehen auf ein Tank-Build, würde ich sagen. Wenn wir die Items dafür bekommen, natürlich. Guter Damage. Hier ist Rüstung. Zack. Mitgenommen. Wunderbar. Das skaliert nämlich mit Rüstung, ne? Das Ding. Und mit maximaler AP. Auch noch. Sorry. Ab wann nächsten Monat? Ich glaube am 7. oder 17. Irgendwie sowas. Tippers würde ich nicht mitnehmen, tatsächlich. Von dem bin ich nicht so ein Freund. Ich glaube, ich nehme einfach Lauftempo mit. Ich glaube, mit Laufgeschwindigkeit machst du nichts falsch. Und da ist eine Yumi-Quest, da rennen wir mal hoch. Mal kurz die Mobs hier weghauen. Ein bisschen Gold, why not? Ein Range-Mob töten, der wird sonst nervig. Sehr gut. Das Ding ist, auf Hard merkt man sofort, nach den ersten zwei Wellen, dass das richtig schwierig wird. Noch mehr Rüstung. Das merkt man relativ schnell. Na, du kriegst die Mobs nicht mehr One-Shot. Werden zu viele. Schau jetzt zum Beispiel. Die sind nicht mehr geone-shottet worden. Ne? Muss einmal Ding, einmal Yumi machen. Ich nehme mir mit Lebensregeneration. Ja. Zerstöre die Vasen. Kriegen wir hin. Vasen 1, Vasen 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, wie viele ich töten muss. Ich glaube aber nicht alle. Den werde ich kurz mal wegulten. Oh, warte, die Ulti tötet mich. Ein Glück nicht. Maximales Leben, perfekt. Das Ding ist, meine Ultimate ist so eine Art Enrage-Ding. Ich gehe Enrage und baller komplett durch, bekomme aber Lifesteal. Ne? Deswegen kann man sich eigentlich gegenrecken, aber das sah gerade nicht so gut aus, muss ich sagen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, sehr, sehr schön. Am 17. Juli kommt das, okay. Ich würde da überlebensgroß nehmen. Hier werden Projektile, aber wir gehen nicht auf Projektile. Und hier ist halt größer und weniger und mehr maximales Leben und mehr Lebensregeneration. Und dafür weniger Laufdamage. Ich glaube, wir nehmen das hier. Wir gehen jetzt wirklich Full Tank, Leute. Weil, wie gesagt, meine ganzen Fähigkeiten sind mit HP, ne? Aber es ist natürlich härter jetzt. Lebensraub geht gut rein. Und ich finde, wir sind trotzdem schnell genug, ne? Wir machen mal die Kanone. Und die mal aktiviert. Die hilft ein bisschen, ne? Boah, ich bin schon relativ downgezerrt. Ich würde sagen, wir gehen auf... Ich habe halt keine Fähigkeiten, so wirklich. Ich habe nur meinen immunisierten Frost, ne? Und davon 3 Level. Ich brauche mehr Fähigkeiten. Lichtfeld, ja. Nimm jetzt Lichtfeld mit. Skaliert auch mit HP, ne? Also ist eigentlich ein sehr gutes Item für uns. Hier ist der Schwung oder maximales HP mitnehmen. Wir nehmen den Schwung, wir brauchen Damage. Wir haben ja schon ganz gute Passive. Wir haben Lebensregeneration, Lauftempo, Rüstung, HP. Das Tankbild ist ganz gut bisher. Wenn wir jetzt noch eine Fähigkeit finden, die mit Lebensraub skaliert, mit Lebensregenerierung und mit mit Laufgeschwindigkeit, sorry. Dann ist eigentlich GG. Okay, Kanone ist leider aus.
Bellwets Prüfung. Gehen wir hin. Oh, so viele sind es nicht, die ich einsammeln kann, ne? Nee. Da war so ein Ding drin, was automatisch alles einsammelt. Aber ich hatte, glaube ich, nur 3 Stück auf der Map liegen. So, drück die Daumen, dass wir die irgendwie hinbekommen. Du bist umzingelt. Überlebe im Kreis für 30 Sekunden. Ach du Scheiße. Ich drücke Ultimate. Ich hoffe, das bringt was. Ich könnte Yumi nehmen oder Proaktil oder Tibbers. Ich werde mal rerollen. Lebensregeneration? Maybe. Ich will nichts sagen, aber das wird sehr knapp. 3 Sekunden. 2. Raus. Mission fehlgeschlagen? Ey. Nee, Mission erfolgreich. Schaut. Mission erfolgreich. Nichts fehlgeschlagen. Er hat es nur angezeigt mit fehlgeschlagen. Oh, das skaliert auch noch mit HP. Wir nehmen das hier mit. Das skaliert mit hier Lebensregeneration. Und das skaliert auch mit Lebensregeneration. Eigentlich beides super. Okay, wir haben 2 gute Items gefunden. Lebensreck. Ich wollte schon sagen, ne? Das ist im Endeffekt League of Legends als Vampire Survivors. Ich würde gerne noch diese Karte mitnehmen. Ah, Stufe 2 für das Ding. Ich sage euch, die zweite Schwierigkeitsstufe ist schon so brutal, ne? Ich will gar nicht wissen, wie das auf Stufe 3 später wird. Ich muss einmal schnell zur Kanone gehen. Und deaktivieren. So, damit kriege ich wieder ein bisschen Leben. Ja, wir nehmen den Schlag mit oder mit Rüstung in dem Schlag. Was muss er dafür installieren? Den PBE musst du machen. Installieren, den PBE-Account machen. PBE-Account und PBE installieren. So. Ich werde gerne diese Bosse töten. Ich muss aber sagen, meine Fähigkeit ist schon ganz gut. Oh, kann das sein, dass ich hier sterbe von den Bomben? Hier dich gegen, bitte. Hier dich gegen. Yo! Wir haben uns gegengeheilt. Insane. Maximales Leben. Also jetzt haben wir ein gutes Bild online, ne? Wir nehmen die Rüstung mit. Wir gehen so ein dickes Tankbild. Lebensraub. Lebensregeneration. Yo, jetzt sind wir online, Leute. Es war super knapp, aber ich glaube, jetzt sind wir online. Aber es war gerade richtig knapp. Wir haben uns zum Glück gegenhüllen können mit dem Ding, ne? Mit der Schadensverringerung und so. Ich schaue mich nochmal durch. Ich nehme wieder Rüstung mit. Ein bisschen AP. Und dann gehen wir zur Yumi. Oh. Sehr viel Kleinkram jetzt. Ich hack mich wieder durch. Der Ball. Rüstung. Ich bekomme halt schon gut Damage von dem ganzen Kleinkram hier, ne? Auf jeden Fall mehr, als ich gegenrecken kann. Ich muss aber noch einmal den Ball machen. Ich kann nicht mehr. Ich muss leider ditchen die Prüfung. Ich muss leider meine Dings aktivieren für Leben, sonst wäre ich gestorben. Na, es war zu viel. Ich habe es leider gefailt, aber ich musste leider rausgehen, sonst wäre ich, glaube ich, weggerippt. Ne? Hier ist nochmal der Sprung, den haben wir Level 5 jetzt. Okay, was haben wir bekommen? Alle Mobs droppen Gold. Ah, schade, Leute. Das war aber zu viel Damage. Dann hole ich mir jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, die Waffe oben.
Den Boss meine ich, weil wenn wir den Boss down haben, können wir unsere erste Fähigkeit evolven. Und sobald die evolved ist, sollte es eigentlich ganz gut gehen. Ich ult ihn jetzt. Evolved. Erhalten höhere Reichweite und Schaden lösen eine Blutung aus. Sehr, sehr stark. Dann kriegen wir hier nochmal Rüstung. Schletzen wir den noch mit weg. Jetzt haben sie, ihr seht es, jetzt sind wir online, ne? Ab jetzt können wir nur noch stärker werden. Karte. Mehr Leben, wunderbar. Und da ist wieder Belvets Prüfung. Let's see. Fangen den Klimperer, der gibt Gold. Aber wir gehen erstmal hier hin. Okay, wir müssen wieder in dem Kreis überleben. Alles klar. Macht es Sinn, in die Mitte hier zu gehen? Ja, diese Kanonen hier müssen weg. Die sind böse. Aber ihr seht, sobald man eine Fähigkeit evolved hat. Sobald eine evolved ist, ist alles gegeben. Und die Blutung ist auch ganz gut, ne? Missionserfolg. Wir nehmen auf jeden Fall mehr Damage, weil langsam haben wir zu wenig. Mehr Damage. Mehr Damage. Und die Karte. Ah, nochmal Lauftempo. Why not? Hier ist eine dicke Bombe, die kann ich mal zünden, oder? Bumm. Einmal hier den Altar mitnehmen. Der gibt uns ein dickes Schild, sehr schön. Da kriegen wir den Frosch hier weg. Okay, wir haben Stufe 5 auf dem. Das heißt, das können wir gleich evolven. Ne? Mein Problem sind ein bisschen die Bomben. Ich habe nichts, um wirklich die Bomben zu töten. Okay. Wir haben die Gegner, die in der Brandzone sterben, explodieren. Ja, bei diesen großen hier. Was halt gut ist, weil ich bin voll auf Melee getrimmt. Ne? Es ist halt nur nicht so stark später gegen den Boss, denke ich. Ich glaube, gegen den Boss werden wir einen langen Fight haben. Einen sehr langen Fight. Tatsächlich. Sehr gut. Oh, Stufe 5 auf der Eisrüstung. Sehr, sehr geil. Das nächste Ding evolved. Am Ende. Und einmal bitte ganz XP. Okay. Den auf 4. Ich werde jetzt erstmal alles evolven. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Ich meine, der Blitz fehlt auch noch. Aber mittlerweile machen wir echt guten Damage. Ah, entspannt. Dafür, dass wir fast gestorben sind. Ne? Natürlich wäre es geiler, wenn wir noch eine Yumi-Fähigkeit hätten, aber ist nicht so wild. Ich holte da rein. Jo, der Schaden. Und die nächste Ultimate werde ich dann aufheben für den Endboss-Fight. Kühlung, gemaxt. Das Ding gibt jetzt ein Schild. Ne? Mit dazu. Natürlich nochmal sehr schönes für mich. Dann hexen wir den mal weg. Da seht ihr das kleine Schild gerade. Ne? So ein Melee-Tank-Bild natürlich wunderbar. Und wir haben Wirbelnde Schlitze auf 5. Bedeutet, den können wir jetzt auch updaten gehen. Indem wir den Mob hier töten. Und von dem nochmal das Item einsammeln. Und dann gehen wir zu Yumi. Und dann sehe ich uns eigentlich nicht mehr. Den Blitz am Ende noch, aber dann sind wir gegen. Wirbelnde Dinger sind jetzt rot und übelst OP. So, dann rennen wir schnell zu Yumi runter. Ah, entspannt, Leute.
Also jetzt fühle ich mich relativ sicher. Hoffentlich. Wettlauf zum Ziel, das mag ich. Da muss man nicht viel machen. Du musst aber nur hinlaufen. Oh, ich habe immer noch eine Passive frei, ne? Die Frage ist, was nehmen wir da mit? Sammelradius erfahren. Ich würde Schaden einfach mitnehmen. Ich meine, prozentualer Schaden ist halt schon... Ist einfach gut, ne? Okay, was haben wir dabei? Wenn ich 10.000 Einheiten gelaufen bin, bekomme ich Dauer 5% Schaden, maximal AP in Flächengröße. Bringt mir nicht so viel, weil die Runde ist bald zu Ende. Ich kann das nicht mehr hochskalieren. Glaskanone ist Mist für mich, weil ich da viel HP verliere. Na, 40% Währinge ist maximales Leben. Also würde ich das nehmen. Flächengröße ist auch, glaube ich, auf einigen Fähigkeiten drauf. Auf jeder Fähigkeit. Ich hoffe nur, es ist eine gute dann. 110%. Okay, wir haben 5% bekommen. Nee, warte, es deckt einfach hoch jetzt, oder wie? Ich bin verwirrt. Geht das jetzt wieder runter? Bin sehr verwirrt, Leute. Jetzt geht's wieder runter. War das nur einmalig? Nee, jetzt geht's wieder hoch. Oh, das skaliert immer hoch und runter. I guess. Kann das sein? Ich glaube, es skaliert immer hoch und runter. Ja. Es geht immer hoch, geht immer runter, geht immer hoch, geht immer runter. Das wird es sein. Jetzt wissen wir auch, was das bringt. Ist aber ziemlich stark, ne? Vor allem, wenn man so ein Bild hat, was sehr viel Flächending-Skalierung hat. Ich meine, wenn man super Pech hat, geht es komplett runter und bringt die gar nichts mehr, aber... Mission erfolgreich. Karte mitnehmen. Lauf. Ich glaube, die Karte hätte ich noch nicht nehmen dürfen. Weil das Schwert können wir auch noch maxen, ne? Okay, Schwert ist gemaxt. Nevermind. Dann haben wir den Boss hier hoffentlich tot. Mit Ultimate. Boah, der viel AP. Ist kein gutes Zeichen, wenn der Boss schon so lange dauert. Und jetzt haben wir auch noch die Blitze gemaxt. Wir sind so gut wie full maxed, ne? Die Blitze, seht ihr, machen jetzt einen Dot drauf. Warum bleiben die alle stehen? Kommen die nicht rein wegen meiner Fähigkeit? Ne. Ich glaube, die kommen nicht rein wegen der Fähigkeit, oder? Oder was war das? Maximales Leben. Skaliert nämlich mit allem, was ich habe. Ich glaube, meine Fähigkeit drückt die so hart raus, dass die Gegner nicht wirklich an mich rankommen gerade. Ich könnte nochmal die Kanone aktivieren. Das Problem ist, die ist gerade da oben. Ne? Kann ich mich da irgendwie durchfighten, Anna? Schaden. Yo, holy moly. Mache ich ein Damage. Ach du meine Güte. So, lass uns mal noch runtergehen. Ultimate habe ich aufgehoben, wie gesagt, für den Boss. So, Kanone ist nochmal aktiviert worden. Nochmal Schaden mitgenommen. Okay, ich kämpfe mit Breyer gegen Breyer. Witzigerweise. Wo ist er? Da. Ich ulti einfach mal. Ja, viel Schaden mache ich nicht, ne? Kommen so Viecher angeflogen. Okay, dann muss ich ja mit dem Kreis laufen. Aber wir sind so tanky, wir kriegen halt kaum Schaden, ne? Ihr merkt es. Der Tankbild, muss ich sagen. Schon nicht bad. Ultimate wieder. Oder meine E. Und damit ist der Down auf. Schwierigkeit hart. Das war der Hard-Mode. Breyer gegen Breyer. GG's. Was haben wir damit freigeschaltet, ist die Frage. Irgendwas müssen wir freigeschaltet haben, oder? Maybe.
Leider ist abgestürzt. Ah, doch nicht. Wir haben freigeschaltet. Boss, irgendwas. Irgendwas mit Boss. Irgendwas mit Titel. Irgendwas mit Titel. Irgendwie sowas. GG's. Tankbild erfolgreich.